Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Folge von Dark Souls 3. Ganz kurze Vorab-Info, das ganze Projekt wird wie alle anderen neuen Projekte bei mir auch in 4K laufen, da ich gerade generell am Umsteigen bin auf 4K, was die Videos angeht. Sollte also für euch gestochen scharf aussehen, hoffe ich mal. Und ansonsten, ich würde auch nicht lange drüber quatschen, hier direkt ab ins Game. Helligkeit lassen wir mal so, wie sie ist. Weiter. Kamera lassen wir so, wie sie ist. Ich habe das schon eingestellt alles. Und den Ton habe ich auch schon runtergestellt, weil die Musik einem die Ohren wegschallert. Yes, indeed. It is called Lothric, where the transitory lands of the Lords of Cinder converge. In venturing north, the pilgrims discover the truth of the old words. Nameless, accursed, undead, unfit even to be cinder. And so it is that ash seeketh embers. Alles klar, das sah ziemlich cool aus, muss ich zugeben. Ich denke mal, wir haben jetzt gerade wahrscheinlich diese, ich sag mal, Hauptbosse gesehen. Wenn es sich jetzt... Okay, das sieht auch ziemlich schick aus, das Menü. Cool. Auf jeden Fall, ich glaube, das waren die vier Hauptbosse. Weil es war ja schon bei Dark Souls 1 und bei Dark Souls 2 so. Und ich wette, das ist hier bestimmt genauso. Wahrscheinlich wieder so drei, vier krasse Bosse. Dann der Endboss. Ende. Plus wahrscheinlich zwei, drei DLCs, keine Ahnung. War jetzt ja nicht so wirklich unterschiedlich mit den anderen Dark Souls Teilen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das die vier Bosse waren. Wobei ich jetzt nur drei für Kette kriege. Das wäre dieser komische... der aussieht wie so ein Jäger. Der dicke Riese Jorm. Den habe ich gerade noch... Den habe ich mir gemerkt. Und ein Drache. Ich habe es vergessen, ob da noch ein Vierter war, wenn ich ehrlich. Egal. Reicht ja auch. Name. Kann ich mal ganz kurz auf das Tastatur eingeben? Geht schneller. So. Camperglitch in männlich. Das Alter ist... Wo ist der Unterschied zwischen Jung und Erwachsen? Also jetzt hier im Spiel. Erwachsen ist für mich 18 plus, aber ich denke jetzt wohl kaum, dass die in Dark Souls Leute unter 18 dann in den Kampf schicken. Aber egal, wir nehmen trotzdem erwachsen. Klasse, kein Plan.
Ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, ich habe in Dark Souls 1 und in Dark Souls 2 auf Stärke gespielt. Und diesmal probiere ich es aus, auf Geschicklichkeit zu spielen. Einfach, weil ich das bis jetzt noch nicht hatte. Und ich da einfach mal Bock drauf habe. Ja, was haben wir denn hier? Ein obskurer Ritter von schlechtem Ruf. Brach beim Durchstreifen des Landes zusammen. Ach, übrigens, ganz kurz, Nebeninfo. Für die, die es interessiert, ist es wie in Dark Souls 2, habe ich oben rechts einen Death-Counter hingepackt, den ich hier manuell auf- und absetzen kann. Ja, also, so. Und so. Na, nur, dass ihr es wisst, ich habe da einen schönen Death-Counter mit eingebaut und ich werde auch wieder, wie im letzten Let's Play auch, am kompletten Ende in den Credits einmal alle Statistiken, die ich bis dahin gesammelt habe, über alle Bosse, über alle Tode und über alle Folgen anzeigen. Also, ja, ne, aber das Ende wird, denke ich mal, eh noch ein bisschen dauern, weil wenn das jetzt so lange dauert wie Dark Souls 1 und 2, gehe ich mal von, 50 bis 80 Folgen aus, das waren ja so die anderen beiden Projekte ungefähr. Da es nicht ganz so lang ist wie Dark Souls 2, so viel ich weiß, denke ich mal, wird das normale Durchspielen so 30, 40 Folgen dauern. Aber ich weiß nicht, je nachdem, wenn es richtig geil ist, was mir bis jetzt alle irgendwie immer richtig schön aufdrücken, dass das mega cool sein soll, im Vergleich zu allen anderen beiden Teilen, kann es sein, dass ich wahrscheinlich New Year Plus spiele, ein, zwei Mal oder sowas, und dann kann es auch vielleicht sein, dass es auch bis auf 80 Folgen hochgeht. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall wird das alles da schön am Ende in den Credits gezeigt. Beim normalen Durchspielen. Okay, ein obskurer Ritter von schlechtem Ruf brach beim Durchstreifen des Landes zusammen. Sehr zäh und belastbar mit robuster Rüstung. Ich guck mir das jetzt gleich an. Ein Söldner und Veteran der Schlachtfelder kann dank seiner Geschicklichkeit zwei Krummsäbel meisterhaft führen. Stimmt, man kann ja auch zwei Waffen führen, das habe ich voll vergessen. Nachfahr der Krieger des Nordens, berühmt für ihre Muskelkraft, nutzt seine Kraft, um eine schwere Axt, Kampfaxt zu führen. Der Herold, einstiger Herold, der eine begonnene Mission beenden will, führt einen robusten Speer und vollbringt sanfte, heilerische Wunder. Einfacher Dieb und kläglicher Deserteur, führt einen Dolch für Angriffe in den Rücken und einen Bogen in Armeeausführung. Okay. Assassine, der seine Opfer aus dem Schatten überfällt, bevorzugt tödliche Zauber im Zusammenspiel mit einem spitzen Schwert. Zauberer, dieser Sonderling verließ die Akademie, um weitere Forschung zu betreiben, kann mit großer Intelligenz Seelenzauber wirken. Pyromant, aus einer fernen Region, beherrscht das Feuer und ist ein fähiger Nahkämpfer, der Schild und Axt führt. Ein reisender Kleriker, der vor Erschöpfung zusammenbrach, kanalisiert hohen Willen, um die verschiedensten Wunder zu wirken. Oder Nackt, der als Bettler und von unbekannter Herkunft, war im Leben ein unglaublicher Narr und wurde beim Begräbnis seines Eigentums beraubt. Der hier hat 10 in jedem und ist Stufe 1. Die anderen haben dafür schon ein bisschen Skills mehr. So, Kleriker wird wahrscheinlich 100%, sieht man ja da auch, auf Glaube gehen, was ja auch vollständig nachvollziehbar ist, was ich aber wiederum dann nicht machen werde, weil Clerics finde ich bis jetzt immer noch am langweiligsten in Dark Souls. Pyromant ist natürlich auch raus. Jetzt ist aber die Frage, weil eine Sache weiß ich leider schon, und zwar, dass hier Geschicklichkeit auch die Zauberschnelligkeit erhöht. Ob es sich lohnt, ein paar Zauber mitzunehmen oder nicht so. Das Ding ist, da es bei der Schallklasse eh nicht so richtig relevant ist, überspringe ich das einfach mal und gucke mir nur an, was ich dann bei den anderen noch bekomme. Der hier ist auch komplett gleichmäßig eigentlich. Oh Leute, der ist Stufe 10. Der dritte Stufenvorteil, lol. Stufe 5. Aber Geschicklichkeit hoch. Stufe 9. Ja, der ist auch relativ ausgeglichen, finde ich. Der Krieger ist sehr stark auf Stärke, wer hätte das gedacht? Oh, der war auch stark auf Geschicklichkeit, ne? Guck mal, der ist ja richtig gut auf Geschicklichkeit mit 16. Und der Ritter, der hat alles so ein bisschen. Aber trotzdem geile Stats eigentlich. Leute, ich finde den Ritter schon fast am geilsten. Weil ich meine, Intelligenz, Glaube und Glück. Okay, Glück weiß ich nicht, was das ist. Ich denke mal wahrscheinlich. Keine Ahnung. Mehr Crit vielleicht? Also mehr kritische Trefferrate? Kann das sein? Naja, gucken wir uns gleich mal in-game an. Auf jeden Fall Intelligenz und Glaube wird da safe für die Waffen, Zauberei und Wunder sein, hundertprozentig. Und das ist mir beides erstmal egal. Ansonsten lieber mehr Geschicklichkeit als Stärke, wo das hier zwar ausgeglichen ist, aber diese ein, zwei Punkte machen jetzt eh keinen großen Unterschied. Dafür hat der Belastbarkeit. Und das war, glaube ich, für Tragekraft, also die, wie viel Rüstung man tragen kann. Kondition ist bei allen relativ gleich.
Das war, glaube ich, die Ausdauer. Genau, das ist die Ausdauer. Zauberei ist für Zauberslots, das weiß ich auch. Aber es ist mir aber erstmal egal. Das heißt also, da brauche ich nicht unbedingt viel. Huh. Ne, auch da finde ich einen Ritter cooler irgendwie. Und Vitalität ist halt Leben, ne, simpel. Also entweder nehme ich einen... Ne, entweder Söldner wegen 16 Geschicklichkeit oder Ritter. Ich bin aber erst schon bei Ritter wegen Belastbarkeit. Da habe ich 5 Punkte mehr Belastbarkeit. Dafür unten ein paar Punkte weg bei Intelligenz, Glaube und Glück. Dafür habe ich aber die anderen Sachen alle müssen hören. Ne, ich finde Ritter am geilsten. Was hat denn da so, was sind die Items? Also rein für den Stats her würde ich Ritter nehmen. Gucken wir uns mal ganz kurz die Items an. Der hier trägt ein Schwert, ein Schild und wahrscheinlich keine Rüstung. Steht ja auch nirgends vorbei. Und wenn doch, wäre ziemlich krass. Keine Ahnung. Estes Flakon unten sehe ich das, wenn ich das richtig sehe. Ja, ein weißer Stein da. Wie man sich selbst tötet und den weißen Ring, weiß ich nicht, was da ist. Keine Ahnung. Das haben die aber unten alle gleich, ne? Ja. Der hier hat 2 Schwerter. Okay, krass. Hey, warte, zählt das jetzt eine Waffe? Ich dachte, das sind jetzt 2 Waffen. Okay, cool. Ein Schild, aber aus Holz. Der hat eine Axt. Der hier hat ein Wunder. Wahrscheinlich, um sich zu heilen, gehe ich jetzt davon aus. Und ein Talisman zum Wirken, plus Schild und Speer. Mhm. Der hat einen kleines Messer, einen Bogen, ein kleines Schild, Pfeile. Der hat dieses leise Laufen-Dingen, wahrscheinlich auch ein Zauber, so wie es aussieht. Hat einen Zauberstab quasi, Schwert und Schild. Der hat Schwert, Stab, Schild, einen Zauberring plus 2 Zauber. Ich gehe mal davon aus, wahrscheinlich um entweder die Zauberei oder die Intelligenz zu steigern, der Ring. Ich weiß es nicht, aber eins von beiden wahrscheinlich. Auch cool. Ja, der Pyromant hat natürlich die Pyromantieflamme plus Flammenzauber, kleine Axt, kleinen Schild, einen Ring. Kleriker hat halt einen Streitkolben, Schild, Dings, also ist halt nichts Unerwartbares. Ich bin trotzdem Ritter. Ich glaube, das ist am besten. So zum Anfang jetzt. Begräbnisgeschenk. Keine Ahnung, was das sein soll. Kein Anzeichen einer Grabbeigabe oder sonstigem. Ein Ring mit einem kleinen roten Juwel erhöht die maximale Trefferpunkte. Bei solchen Items, wenn es übrigens diesmal wieder nicht beisteht, wie bei Dark Souls 1 und 2 auch, wie viel das die Stats erhöht, werde ich es wieder so machen, dass ich sage, okay, ich gucke das im Wiki nach. Weil Stats nicht zu wissen, wie viel das gibt, ist meiner Meinung nach immer noch eine Katastrophe. Wenn es schon mit Stats arbeitet. Nur ob es jetzt irgendwie 5% sind oder ich einen anderen Ring habe, der mir bei etwas 20% gibt, dann denke ich vielleicht, okay, Trefferpunkte sind jetzt wichtiger als der andere Kram, wobei der andere Kram viel, viel, viel mehr gibt im Endeffekt. Ne? Und das Rumprobieren macht jetzt nicht so viel Sinn, weil es gibt halt gefühlt 1000 Ringe in Dark Souls, ja? Also gucken wir es lieber nach dann. Göttlicher Segen war halt nur das zum Heilen, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Dann lieber ein Ring. Verborgene Segnung. Gesegnetes Weihwasser. Nee, ist auch eine Heilung, brauche ich nicht. Schwarze Feuerbombe war in Dark Souls 1 ziemlich geil, um den ersten Boss zu töten. Brauche ich jetzt aber auch nicht, lieber ein Ring. Feuriger Edelstein. Bestandteil zur Aufwertung von Feuerwaffen. Für einen Krieger eher geeignet als Juwelen. Hä? Hey, was? Wie, man kann die jetzt benutzen? Wofür? Oder verstehe ich jetzt falsch? Das ist doch wahrscheinlich zum Aufwerten von Waffen. Also so zum Craften. Warum ist er dann im Benutzungsslot unten? Ach, keine Ahnung. Nehme ich eh nicht. Herrenlose Seele. Von einem, der neben dir schlief, benutzen, um viele Seelen zu erhalten. Okay, man kann halt mit Seelen starten, nett, aber pff, ja, nicht so nötig. Rostige Goldmünze ist ein Begräbnisgeschenk für Glück nach dem Tode, erhöht kurzzeitig die Chance, Gegenstände zu finden. Ja, schön. Geborstener roter Augapfel, wahrscheinlich zum Invasieren von anderen Welten, zum Angreifen, und junger weißer Zweig eines weißen Baumes, offenbar ein Zeichen der Freundschaft, gewährt Nutzung eines Imitationszaubers. Okay. Ich bin beim Ring des Lebens tatsächlich, weil ein Ring ist halt das Einzige, was mir nicht nur einmal kurz hilft, sondern dauerhaft da ist. Den gönnen wir uns. So, Gesichtseinstellung. Wir gucken halt ein bisschen dumm gerade. Da gibt es, ach, das plumpe Gesicht des Bürgers. Jeder hat Makel, doch ein Bürger ohne Makel ist eine wahrlich seltene Kreatur. Krieger des Nordens. Ich lese jetzt nicht alles durch. Adeliger aus Astora. Schüler der Drachenschule, Novize aus Karim. Der guckt aber ernst. Born Vinan aus Katharina. Okay.
Ich sag mal, Katharina wäre so nördlich gewesen. Der sieht ein bisschen aus, als wäre der eher so, ich sag mal, aus dem mittleren Bereich, so Äquatorbereich. Ist ja witzig. Reisen aus Serpentine. Dann Geächteter des Sumpfs. Ich will jetzt nicht gemein sein, aber sieht der überhaupt was? Also, Frontier, ne? Londoner Todesschatten. Ja, der sieht schon halb wie eine Leiche aus. Und Irithyliana. Holy shit. Ich sag dir, wie es ist, Junge. Bleichmittel sollte man nicht trinken. Ich bin bei Adliger aus Astora tatsächlich. Einfach weil, ja, da sehe ich mich am meisten drin. Fertig. Körperbau. Meine Güte, holy shit. Wir sehen aus, als hätten wir gerade 2 Jahre lang nichts gemacht. dünn, normal. Ja, cool, das ändert ja viel. Da bleiben wir bei normal. Werden wir eh nie sehen. Aussehen. Stimmen, lol. Ja, Geschlecht ist männlich, Alter ist erwachsen, genau, stimmen. Cool, dass man hier so ein Beispiel bekommt, wie das... Ah, nee, da unten, Beispiel X. Okay, am coolsten finde ich zwar alt. Ich war trotzdem ein Erwachsener. Muskulatur. Boah, das ändert ja viel. Muss schon sagen. Dicht. Geil. Nein, lass mal beides aus. Körperbaudetail. Lass mal komplett so, wie es ist. Ausgangshautfarbe. Hautfarbe, Gesichtsdetails. Lassen wir alles, wie es ist, oder? Ich meine, wenn wir eh nicht sehen, drauf geschissen. Ja. Speichern wir einfach mal als Favoriten. Keine Ahnung warum, da haben wir es halt. Ja, Erstellung abschließen. Hat jetzt ein bisschen länger gedauert, aber das dauert es immer beim Charakter erstellen. Und solange wir unter 20 Minuten bleiben, mit Intro und Erklärung und alles durchlesen zusammen, finde ich, ist das schon fein. Aus dem Grab stehen wir auf diesmal. Interessant. Das hatten wir auch noch nicht gehabt. Alter. Oh Leute, wir haben 3 Flakons schon. Direkt. Wir müssen die nicht erst irgendwie kriegen oder so. Und wir haben eine Rüstung. Okay, der Einstieg scheint einfacher zu sein als bei den beiden anderen Dark Souls-Teilen. Und es ist verdammt laut. Leck mich am Arsch. Das Intro war mega leise, weil ich Musik runtergestellt habe, aber das hier ist ja mal insane laut. Okay, cool. Alter, wie geil es aussieht. Ich will ganz kurz eine Sache wissen. Status. Okay, es sieht deutlich schicker aus als die anderen beiden Dark Souls-Teile. Holy shit. Absorbierung, was ist das denn? Ach so, Prozente wahrscheinlich, nur mit Komma, ne? Also 27,914% physisch zum Ablocken. Okay, ich verstehe. Blutung und Gift und Kälte und Fluch und so weiter. Krass. Slots haben wir da unten rechts auch stehen. Okay. Ich will mir erstmal ein bisschen alles angucken, okay? Belastung. 55 Kilo können wir schon tragen. Das ist viel. Krass. Hä, TP? FP? Was ist denn FP? Was ist das denn? Ausrüstung. Oh mein Gott. Wobei, sieht genauso aus wie bei Dark Souls 2, nur ordentlicher. Okay. Eis steht auch jetzt direkt hier. Cool. Wir haben ein Langschwert. Ich will mir nur ganz kurz angucken, wie die Sets so aussehen, weil es sieht schon echt deutlich, deutlich schicker aus. Holy Kack. Kack. Holy shit, wollte ich sagen. Ja, sehr schön. Fängt schon gut an. Gerade Schwert. Normal und Stoß. Haltung. Mhm. FP-Kosten. Okay, was FP ist, werden wir gleich eh noch erfahren. Denke ich mal, das sind eh Hinweise auf dem Boden. Okay, krass. Cool. Direkt eine Ritterrüstung angezogen. Das ist ziemlich stark. Weil in anderen Spielen war, also in anderen beiden Spielen war die Ritterrüstung schon ziemlich hoch. Ich will aber eine Sache wissen, und zwar Inventar. Wie ist das aufgebaut?
Items hier unten, normal. Materialien, okay, schön. Gegenstände, Zauber, Nahkampfwaffen, Distanzwaffen sind diesmal getrennt. Sehr cool. Beschleuniger, Schilde, die ganzen Rüstungsteile, Bolzen und Pfeile, Ringe und Eid. Okay, das finde ich sehr gut. Und was mich noch interessieren würde ist, das war Hilfe, ne? Nee. Ach so, Erklärung und Steuerung. Hä, wieso Steuerung? Ach so, wow. Man muss, um die Steuerung herauszufinden, die Steuerung wissen. Weil du musst ja auf Hilfe kommen, um das dann zu wissen. Okay, cool. Erklärung. Ich wollte mich wissen, das habe ich mich gerade schon gefragt, was ist Glück? Dieses Attribut erhöht die Chance, Gegenstände zu finden und erhöht die Wirkung von Giften und blutenden Wunden bei Gegnern. Auch leitet sich die Resistenz gegen Flüche davon ab. Also man ist resistenter gegen Flüche? Okay. Ja, aber quasi Hauptattribut ist, denke ich mal, dass man mehr Chance hat, Drops zu finden. Ja, cool, 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 cool. So, 22 Minuten bin ich jetzt drin hier. 20 Minuten wahrscheinlich seit der Aufnahme. Dann können wir jetzt auch vernünftig anfangen zu spielen. Die erste Folge hat dann 20 Minuten Überlänge. Alle anderen Folgen werden immer entweder eine Stunde gehen oder bis ich irgendwas Besonderes abgeschlossen habe. So wie halt bei Dark Souls 2 auch. Das Spiel ist übrigens aktuell komplett im Offline-Modus, weil Dark Souls-Server wurden komplett offline gestellt. Keine Ahnung, ich denke mal, die sind komplett RIP gewesen. Durch irgendein, ich weiß nur, dass es irgendeine Art von Hacker war oder irgendeine Art von Bug, der gefunden wurde, wodurch dann irgendwie, wodurch man irgendwie die Zugriff, den Zugriff auf andere Spieler bekam. Und da irgendwie so eine Sicherheitslücke war und die jetzt ausbügeln wollen und Server offline gestellt haben von allen ihren Spielen. Was cool ist, weil im gleichen Monat, wo das jetzt passiert, Elden Ring rauskommt. Naja, müssen die wissen. Nachricht lesen, Kamerasteuerung, ja, das ist easy. Regulärer Angriff. Ja, hat sich nichts geändert. Finde ich gut. Schwerer Angriff. Mhm. Zielfixierung ein aus. Ja. Oh, nur der geht ab. Okay, die Führung ist ganz schön schnell gefühlt. Schritt zurück und das ist eine Rolle. Ja, das weiß ich. Die Rolle sieht sehr agil aus. Alter, es sieht mega schick aus, ne? Leck mich im Arsch. Okay, er zieht nur ein bisschen Ausdauer, ne? Aber ich kriege keinen Schaden, das ist cool. Nice. Schwindende Seele. Cool. Und wer bist du? Überreste plündern. Asche esst das Flakon. Es gibt ein zweites Flakon. Say what? Was bist du? An Leuchtfeuer mit Estus füllen Heiltrefferpunkte. An Leuchtfeuer mit Estus füllen regeneriert FP. Ja, was war FP? Das gucke ich jetzt mal nach. Pass auf, das will ich jetzt wissen. Erforderlich, um Zauber und Fertigkeiten anzuwenden. Benutze den Asche-Estus-Verkong oder Rast am Leuchtfeuer, um den Wert zu regenerieren. Um Zauber zu wirken. Das heißt, es ist nicht nur mit Aufladungen, oder, sondern diesmal mit quasi Mana-Punkten oder wie? Krass. Ich hätte übrigens nicht gedacht, dass es im Tutorial schon eine Abzweigung gibt. Lol. Laufen und Sprint. Okay, aber man fällt hier nirgends so rein, oder? Das wäre echt gemein im Startgebiet. Seele eines verlassenen Leichnams. Okay. Dum, 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 dum. Abwehrhaltung ist LB. Ja, ich gehe mal nach links oben. Parieren ist LT und nach dem Parieren Konter. Das weiß ich. War schlecht. Oh lol, es war aber locker dreifach am Damage. Nicht sogar vierfacher. Krass. Ich muss nochmal ganz kurz einen Sound spielen. Irgendwie ist die Soundanstellung im Spiel komplett kaputt. Soundeffekte ein runter, Musik ein hoch. Ah, wobei. Nee, so lassen wir. Ja. Warte, was vertritt jetzt? Der Button. Achso. Ja, den habe ich quasi noch nie genutzt. Ist doch egal. X ist Gegenstand benutzen, weiß ich. Ganzen Sachen wechseln und auch Gegenstand wechseln, das weiß ich auch. Alles easy. Y ist beidhändig führen und rechte Waffe ist rechte Waffenkunst, wenn beidhändig geführt. Der linke Trigger.
Wofür ist das denn? Ey. Okay. Trinken wir mal ganz kurz einen Schluck. Oh ja, sehr schön. Es heilt wieder sehr schnell voll. Das habe ich ein bisschen vermisst. Ja, ja, hinter dem Gegner ist kritischer Treffer. Ich weiß, es war das, dass ich das machen sollte, aber ich habe es jetzt mal nicht getan. Ist ja auch egal. Oh Gott, Entschuldigung. Da rechts scheint es weiter zu gehen, deswegen gehen wir mal hier lang. Wobei hier auch sehr danach aussieht. Ich glaube, hier geht's weiter. Ich gehe doch mal ganz kurz in den Nebengang. Aber es sieht verdammt schick aus. Holy shit. Krass. Kehr um. Warum? Man kann ins Wasser leider nicht reingucken. Also wenn ich jetzt hier runterfalle, wäre ärgerlich. Aber dann wäre das Spiel schuld. Er sagt, das Spiel sagt, ich soll umkehren. Das sehe ich nicht so. Sollen wir doch umkehren? Ich bin mir plötzlich nicht mehr ganz so sicher. Oder soll unser erster Tod daraus bestehen, den zu bekämpfen? Bock hätte ich ja schon zu, ne? Bin ich ehrlich. Okay. Ja, geht eigentlich. Oh, lol. Okay, das Rollen könnte Damage machen, glaube ich. Scheiße. Hat er gerade gestaggert? Okay, kann man blocken. Easy. Ui, mach mal halblang, Junge. Aber bis jetzt geht er eigentlich. Man kann ihn staggern. Das ist ja mega gut. Dann ist es ja mega einfach. Okay, ein bisschen heilig. Ich hab doch Damage. Ja, gar kein Problem. Eine Titanit-Schuppe. Okay. Ja, kehr um. Einfach draufzimmern, Junge, der hält nichts aus. Aber war ein starker Gegner hier. Cool. Seele eines unbekannten Reisenden. Nett. Bei dem kriegen wir also so eine Titanit... Schuppen? War das jetzt eine Schuppe? Wozu ist die denn? Weil die sieht ungefähr so aus wie das Dämonen-Titanit aus Dark Souls 1. Verstärken seelengewandelte Waffe plus 4. Seelengewandelt heißt, denke ich mal, Bosswaffe? Anzahl verstaut und getragen. Man kann also die Sachen nur maximal 600 Mal im Lager und 99 Mal so tragen. Okay, cool. Ja, also war ein besonderer, krasser Gegner anscheinend. Ja, cool. Haben wir easy gemacht. Gar kein Problem. Aber finde ich cool, dass jetzt hier so auch mal ein neuer Gegnertyp gezeigt wurde, der mir schon direkt gut gefällt. Weil wenn ich jetzt drüber nachdenke, so ein Dark Souls 1, diese Dämonenkacker da, ja, boah, ich habe die gehasst, die Scheißviecher. Schlimmste Gegner in ganz Dark Souls 1, ey, ohne Witz, da kommt kein Boss mit. Ja, okay, die Distanz sieht immer noch halt aus wie so ein JPG, was man reingemacht hat, aber egal. Die soll uns auch egal sein. Das sieht wiederum schon sehr cool aus, dieser Turm. Oder generell das Spiel. Holy shit, ey. Am Leuchtfeuer rasten, TP und FP regenerieren und Estus auffüllen. Entfachen. Achievement. Ruhen. Verlassen. Okay, leveln kann ich noch nicht. Leute, warte mal, wir haben voll viel Seelen bekommen durch den, ne? Oder? Krass. Ey, Meister, hast du mal kurz einen Moment? Was mir schon sehr gut gefällt, ist, dass alles sehr schnell ist. Die Angriffe sind schnell, das Rollen ist schnell, das Trinken der Estus-Flakon war, also das Aufheilen war sehr, sehr schnell. Und nicht mehr dieses übelste Slow-Motion-Spiel wie in Dark Souls 2, weil da wirkte alles sehr langsam.
Und auch die Tasten, die man drückt, werden hier sofort erkannt. Das ist schon anders. Also wenn jetzt hier kein Item ist, dann bin ich aber enttäuscht. Na komm. Wobei den Fokus des Gegners relativ schnell verliert. Ja komm schon. Beweg dich. Hätte ich mir auch denken können. Allerdings kommt das so ran. Gut. Und es gibt eine Brandbombe mal 5. Cool. Alter, guck mal die Wand da alleine an. Das ist ja so eine Riesenfestung einfach. Mega. Oh lol. War cool. Ich gehe mal den sicheren Weg. Beim Sprinten ist dann Springen. Um zum Item zu kommen, oder wie sieht's aus? Ja, können wir ja probieren. Hat gut funktioniert auf jeden Fall. Ja, probieren wir nochmal den Sprung. RB während des Fallens, Sturzangriff. Macht gut Damage. Ja. Zack. Also das Geräusch des Abstechens klingt schon mal sehr gut. Am besten nach da springen, ne? Das war mein WhatsApp, sorry. Ja, das war leider ein bisschen zu weit rechts. Springen auf den Controller ist immer noch richtig bekloppt, aber ist egal. Kriegen wir hin. Ist jetzt hier nicht so weit der Weg. Ist wahrscheinlich eh nur eine Seele oder sowas, aber das will ich jetzt auch hinkriegen. Wer gelacht, wenn ich das nicht hinkriege hier. Ah, siehst du. Oh, sogar eine Titanitscherbe. Nett. Ja, stimmt, das Verbesserungssystem. Da bin ich auch mal gespannt, wie das aussehen wird. Ich muss mal ganz kurz was schreiben hier. Geht mich gerade um Essen. Da muss ich mal ganz kurz eben tippen. Hier, Moment, Moment. Was will ich denn heute essen? Boah, freie Auswahl eigentlich, ne? So, ich mach das hier. Mit dem da. So. Ich nehme jetzt mal einen Jägerschnitzel mit Farmkartoffeln und dazu probiere ich einfach mal Pizzabrötchen gefüllt mit Salami. Also gefüllte Pizzabrötchen Salami. Bin mal gespannt, wie die sind. Okay, cool. Ja, das haben wir. Alles gut. Sorry, ich musste kurz schreiben, aber es ist halt wichtig gewesen jetzt. Sonst war hungrig. Tja. Oh. Guten Tag, der Herr. Sie sehen nach dem ersten Boss aus, um mir zu zeigen, wie Dark Souls einem auf die Fresse geben kann. Sehr nett. Hi. Was ist das? Sieht ja ekelhaft aus. Naja. Dann nimm mal deinen Speer und... Speer oder Hellebarde, keine Ahnung, und zertrümmer mich. Komm. Ja, war so klar. Wie heißt du? Iodex Gundir? Geht jetzt. Ich bin relativ fix unterwegs. Okay. Ein bisschen auf Nummer sicher spielen hier. Man weiß nicht, wie der abgeht. Das meine ich. Lol.
Entspann dich mal bitte. Was geht denn jetzt ab? Das war mein WhatsApp, sorry. Ach du Scheiße. Schwert. Iodex Gundur oder Gundir. Umarmung der Flagge. Errungenschaft. Alter. Okay, ich muss zugeben, der hat tatsächlich für den ersten Boss übel reingehauen und ich muss sagen, was bitte ist da mit meinem Charakter los? Warum brenne ich an den manchen Stellen? Was ist das? Wieso ist das? Okay. Aber ich sehe mega. Also das sah mega cool aus, der Boss. Gefällt mir. Und er war bezwingbar am Anfang. Mit einem Twist drin, mit einer zweiten Phase. Ich glaube, in Dark Souls 2 hatten wir keine zweiten Phasen gehabt, gefühlt. Mega cool. Und ein Leuchtfeuer. Okay. Iodex Gundur oder so. Hm. Bin mal ganz kurz cool. Ich bin schon wieder angeschrieben. Von wem? Ah, ja, es geht immer noch um Essen. Sorry. Aber, mega cooler Boss. Aber dieser Feuereffekt, bin ich mal gespannt, was der ist, weil der sagt mir jetzt gerade noch, also da habe ich jetzt am meisten Interesse dran, weil der komplett neu ist. Da, im ersten Teil hattest du ja Humanity oben links, im zweiten Teil hattest du ja nur, ob du menschlich oder nicht menschlich bist. Und jetzt habe ich halt dieses komisches Feuerzeug. Ja, Feuerzeug, lol. Ja, nett. Gehen wir weiter. Mit unseren 7000 Seelen hier. Ich sollte WhatsApp ausmachen, aber das kann ich halt nicht, wenn es gerade irgendwas Wichtiges gibt. Wobei jetzt Essen jetzt nicht ganz so wichtig ist, aber ne, sorry. Macht halt ab und zu. Okay, ein Item. Nett. Gerades Bruchschwert. Apropos, ich habe ein Schwert bekommen. Ist es besser als meins? Ist kein Dings. Ist es ein Item? Gewundenes Schwert ist ein Item. In Schreinleuchtfeuer stoßen, um Reisen zu ermöglichen. Bitte was? Also kann ich damit jetzt zwischen den Leuchtfeuern hin und her reisen. Ja, finde ich cool. Das macht's einfacher. Menü öffnen ist... Das hier sind Gesten und das ist das Menü. Ja, aber das wusste ich schon. Aber danke. Da sind ein paar Dudes mit Item. Da gehen wir zuerst hin. Hallo. Alter, wie wir ausrasten mit der Geschwindigkeit des Schwerts, ne? Voll gut. Heimatknochen ein. Mhm. Was der macht, weiß ich ja auch schon. Einmal zum Leuchtfeuer zurück teleportieren, easy peasy. So. War da rechts noch ein Gang, bevor ich hochgehe? Ist das ein Gang oder einfach nur eine Klippe? Einfach nur eine Klippe, oder? Ne, er steht noch ein bisschen weiter oben, okay. Ja, aber der Charakter sieht voll cool aus mit dem am Brennen sein, so. Mega gut. Und tschüss Stimme. Alter, wie wir abgehen, Junge. Einfach nur zack, 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 Junge. Okay. War das so klug, hier hinzugehen? Ich bin mir nicht sicher, aber ich kann wieder hochlaufen. Alles gut. Ich habe gerade nach unten geschlagen. Ja, endlich. Boah, das hat mich immer so aufgeregt, wenn man das nicht konnte, ne? Oh mein Gott. Das ändert alles, Junge. Okay. Oh, hier ist aber nichts. Ja, nett. Das, nee, braucht mir auch nichts geben. Ich verstehe schon. Ist okay. Nimm mich auch nicht persönlich oder so. Ist schon okay. Ihr Arschlöcher. Was haben wir hier links? Nichts. Eine Menge nichts. Mit einem Hauch von nichts. Aber ich sehe da Spuren von nichts.
Hey, es gibt ja voll viele Abzweigungen hier schon. Schwindende Seele, okay. Eine Glut? Jetzt schon zum Schmieden die Glut? Echt jetzt? Hä? Ach, die ist hier. Glut erhält Stärke der Flamme, steigert TP bis zum Tod. Oh lol, das ist ja was ganz anderes. Das heißt, wir kriegen mehr Leben, bis wir sterben. Das ist ja mega geil. Okay, merken wir uns für starke Gegner, ne? Sind wir schon mal gewappnet. Ich gehe mal ganz kurz hier zurück. Wir konnten auch hier in der Mitte reingehen. Das sieht verdammt cool aus da drin. Und wir können auch hier nach rechts gehen, mehr oder weniger. Wo wir nichts finden aktuell. Du kleiner Kackhirt, hast mich halt mega erschrocken. Du Scheißvieh. Okay. Und ein Item. Noch eine Glut. Nett. Und hier oben ging es nicht mehr weiter, oder? Ah, das war jetzt stark. Ging es da weiter? Kann ich hier rüberspringen? Ah, ich hab's schon versucht. Egal. Gehen wir mal ganz kurz in diesen riesengroßen Saal rein, der mich da gerade so schön einlädt. Weil links kommt man eh noch weiterlaufen, aber ich will erstmal gucken, was hier ist. Feuerbandschrein. LOL, es gibt hier einen Firelink-Schrein? Oh ja, moin. Wie geht's denn da unten? Hey, warte mal ganz kurz. LOL. Ist das die von meinem Death-Counter? Warte mal ganz kurz in OBS gucken, die nebeneinander. Das ist doch die aus meinem Death-Counter. Ja, mega cool. Ich habe einfach nach Dark Souls-Bildern gesucht und habe dann das genommen, was am ehesten cool danach aussah. Und habe ich das gefunden. Fand ich nice. Das Leuchtfeuer würde ich gerne Lothric bringen. Okay. Ansonsten ist hier ja nichts. Die Musik gefällt mir auch sehr gut. Schön entspannt. Ich gehe mal ganz kurz die andere Seite gucken. Ich will gerne mal wissen, wie viele Leute im ersten Boss schon gestorben sind. Weil ich meine, der war jetzt auch nicht schwach. Der war ja schon angemessen, sag ich mal. Und für den ersten Boss finde ich ihn sogar schon echt knackig. Also, krass. Ich gehe nochmal ganz kurz gucken, auch wenn ich weiß, dass das jetzt da eigentlich total krass weitergeht und so, aber hier oben, bei dieser Treppe, ja, weil wenn der sagt, der kann mich nach Lothric bringen, dann gehe ich mal davon aus, dass es das irgendwie wie so ein Teleport sein wird. Und hier konnte ich noch weitergehen. Ja, moin. Diese Instant-Heilung mega gut. Okay, der zieht gut durch. Warum ist wieder mein WhatsApp? Sorry. Alter, der ist voll stark. Unter Blutung. Du, ich sag mal, wie es ist, du, Kumpel. Ich hau rein. War nett mit dir, aber... Ich will jetzt nicht meinen ersten Tod haben durch einen Gegner, der mir noch zu stark ist. Bin ich ehrlich. Hauen wir lieber nochmal ganz kurz ab. Heilen uns ganz kurz vor dem Feuer, neue Flakons und gehen nicht diesen Weg. Habe ich gelernt, der ist stark. Merken wir uns aber, beim Firelink Shrine geht es irgendwann noch woanders hin. Autsch. War jetzt nicht ganz so nett, aber... Da müsst ihr die nochmal besiegen hier. Apropos Gegner, wie ist es eigentlich? Respawnen die jetzt hier in Dark Souls? Oder ist es so wie in Dark Souls 2, dass sie so nach, ich sag mal, 10 Mal töten, kaputt sind? Okay. Von hinten kann keiner mehr, das ist nett. Ja gut, sind halt ein paar Bonusseelen, ne? Kann man ruhig machen. Aber der hat mich fast getötet. Cool.
Das finde ich auch so cool in Dark Souls. Es gibt kein richtiges Levelgebiet so, also so eine Angabe, was du tun musst. Aber es gibt hier so die... Oh, hi. Aber es gibt hier so diese Angabe von... Keine Ahnung, ich stelle einen dicken, fetten Gegner im Weg. Wenn du da durchkommst, ja, dann weißt du, was auf dich zukommt. Wenn du den nicht schaffst, mach mal lieber nicht. Wenn doch, ja, dann lauf durch. Achso, das ist eine Treppe. Lol, ich dachte, das ist ja zum Runterdroppen. Lol. Ich meine, da unten ist zwar die Frau, die da wartet. Ne? Ah, lol, es geht noch in die Höhle rein. Ah, wer bist du denn? Ah, another one roused from the sleep of death. Ja, safe, mit Rüstung und Schwert bleiben. We unkindled are worthless. Can't even die right. Gives me conniptions. And it have us seek the lords of Cinder and return them to their molding thrones. But we are talking true legends with the metal to link the fire. Entschuldigung. We're not fit to lick their boots. Dass sie so viel schreiben, wusste ich aber auch nicht. Zusammenbrechen. Don't you think? Mhm. What a sick joke. Asking us to seek the lords of Cinder and return them to their molding thrones. We're talking true legends, those who would link the fire. We're not fit to lick their boots. Das sieht mega cool aus. What a sick joke. Asking us. We're talking. Okay. Ja, ist gut. Alter, wie viele Verzweigungen es hier auch gibt. Ne, da ist eine Tür, da ist eine Tür, da ist eine Tür, hier ist eine Tür. What the fuck? Ich gehe mal mit ihr reden. Gewundenes Schwert einbetten. Ah, hier kriegt man es. Okay, cool. Da kann man es reinpacken. Hallo. Welcome to the bonfire, unkindled one. Du bist wahrscheinlich die Firekeeperin, I'm ne? A firekeeper. Ja, siehst du? I tend to the flame and tend to thee. Oh, bist ein Bauchredner. Meine Güte, ich hab's doch verstanden jetzt. The lords have left their thrones. Ach Mann. And must be delivered to them. To this end, I am at thy side. Weißt du, ich habe normalerweise WhatsApp bei Aufnahmen nur an, wenn ich das dringend für Nachrichten brauche. Wenn es irgendwas Wichtiges ist. Und alles Unwichtige habe ich gestumm geschaltet. Bis auf Familienchat, wenn es irgendwie um Essen geht. Lol, das ist der Schmied. Wenn es um Essen geht. Lol, warte mal. Ist das André? Lol, das ist der Dark Souls 1 Schmied. Oh, cool. Ne, auf jeden Fall. Jetzt, wo es ums Essen geht, ne? Die schreiben durchgehend in den Chat rein. Das tut mir leid, da kann ich nichts. Also, das wusste ich vorher nicht. Aber stummschalten will ich auch nicht, weil sonst verpasse ich, wenn es Essen gibt. Das will ich jetzt auch nicht. Ne? Also, sorry. Okay, ich rede jetzt noch nicht mehr darüber. Aufsteigen. Very well. Then touch the darkness within me. Take nourishment from these sovereignless souls. Das klingt sehr wie eine Anmache, aber okay. Alter, was summt die denn da jetzt? Voll cool. Ja, was machen wir jetzt? Also ich würde auf jeden Fall sagen Geschicklichkeit. Safe. Wir können 6 Level machen. Ich würde sagen, wir machen mal Geschicklichkeit auf 15. 2 Vitalität und 1 in Kondition. Einfach mal so erstmal zum Anfang. Kann man nichts falsch machen mit, oder? Ashen One, to be unkindled is to be a vessel for souls. Sovereignless souls will become thy strength. I will show thee how. Ashen One, bring me souls plucked from their vessels. Ihres Gefäßes entrissen klingt aber auch echt gut. Schön umschrieben. Ashen One, to be unkindled, so I will Ashen One. Okay. Mir fehlt immer noch ein bisschen was, das hat mich schon in den anderen beiden Teilen auch gestört. So irgendwie so eine Markierung, Ende des Gesprächs oder sowas. Und irgendwie was, damit man erkennt, yo, okay, die haben nichts Neues mehr. Weil sonst laberst du dir nochmal das Gleiche mit denen ab, da ist es irgendwie auch Quatsch. Bevor ich das Schwert da reinstecke... Hi, lol, bist du nicht der aus Dark Souls 2 mit den Dark Chasm of Old-Dings? A pleasure to make thine acquaintance. Ah, nee, lol. Ach nee, warte mal. Du bist die in Dark Souls 2 ganz am Anfang in der Hütte war. Oder? Weapons, armor, trinkets and spells.
I've lots of little things to ease the burden of a weary traveler. Was heißt in aller Dinge feil? And yes, okay. I'm undead too, but not so charitable as to give my goods away. Ashen One, fetch souls and bring them to me. As is thy wont, no? Der klassische Lacher am Ende des Satzes. Ja, ging schon kaufen. Oh, verkaufen! Ja, Mann, endlich! Okay, kaufen. Sie hat Glut. Aber nur dreimal. Reparaturpulver, lila Moosklumpen zum Heilen von Gift wahrscheinlich wieder. Ja, genau. Brandbomben, Prismasteine zur Wegmarkierung. Diesmal in verschiedenen Farben erhältlich. Wie die guten M&Ms oder so, aber hey. Oder Skittles und sowas. Heimatknochen, weißer Symbolstein. Speckstein, sorry. Getrocknete Finger, lecker. Turmschlüssel 20.000. Das erinnert mich auch daran an dieses Siegel, was man vor einem Schmied kaufen konnte im ersten Teil. Cool. Ein Seelenpfeil, Pharaons Stachel, auch wieder zum Zaubern. Heilung, Dolch, Kurzschwert, ein Krummsäbel, okay. Warum wird denn der jetzt Skimitar genannt? Ein Skimitar ist ein Krummsäbel. Egal. Eine Hellebarde, Stab des Zauberers, Talisman. Fackeln verkauft die, okay. Ah, das ist sogar eine Waffe jetzt. Oh, cool. Lederschild, Karmesinparma, Kriegerrundschild, großer Lederschild und Kettenhemd und Rüstung und sowas. Kann ich das hier auch direkt vergleichen? Nee, so kann ich nur wechseln, aber vergleichen irgendwie? Nee, ne? Hm. Hab ich jetzt irgendwas übersehen? Nee, ne? Nee. Getrocknete Finger, so, das sind nur die Unterkategorien. Okay, ja, ja, alles klar. Ashen One, if my wares are not to thy satisfaction, bring me umbral ash. Schattenasche, okay. With ash, I'll fashion new wares. Is it not our sorry fate to sup on death? Okay. Knowest thou of that soppy gossip? Gröselige Geschwätz, nee. That cordial intrusion layeth the path to embers. And so thou art in need of a soapstone, ashen one. Ach, jetzt erklärt ihm die Specksteine. Nett. Then thy pockets will overflow with souls to trade to me. Ashen One. Ja, ja, okay, das haben wir schon. Alles klar. Ashen One. Ja, ja. Komm, hör auf, mich anzulachen. Alter, wie cool das hier aussieht. Das ist meine Hauptbase, ey. Ohne Scheiß. Hallo, André. Well, a newcomer, I see. I am André. I serve at this shrine. As a humble smith, forging weapons. You're in search of the Lords of Cinder, I trust. A toilsome journey, I'd wager. You'll require good arms. Let me smith your weapons. I am a smith. Such is my purpose. Mega cool, der Typ. Immer noch. Estes Flakon zuweisen, was heißt das denn? Ach so. Ach Leute, wir müssen uns da jetzt entscheiden, welche wir nehmen. Oh mein Gott. Ja, wenn ich eh nicht zauber, mache ich mal alles in Flakons rein, oder? Also normale Estus-Flakons. Wobei die heißen, die anderen heißen ja auch Estus-Flakons. Die roten halt, die brennenden. Das kann man so ändern, wann man will, ne? Ja, cool. Estus-Flakon verstärken machen wir jetzt bei dir. Okay. Die Rollen haben sich ein bisschen rumgetauscht, aber ist auch okay. Ist cool. Reparieren können wir hier nichts, das ist ja auch okay. Waffe durchwirken ist wahrscheinlich wieder... Okay. Hier steht zwar weiter plus 16 und sowas, aber hier steht nicht mehr, was da passiert, ehrlich gesagt. Oder muss ich erst drauf drücken?
Ah, okay, ich wollte schon sagen. Ich habe mich nicht getraut zu drücken, weil nachher geht's kaputt. Man kann es altern lassen, Krude machen, Feuer machen. Ja, siehst du, da feuriger Edelstein. Cool. Ja, das System vom Aufwerten der Waffen, muss ich aber sagen, hat mir noch nie gefallen. Dark Souls fand ich immer ein bisschen beschissen. Mal gucken, wie das in Elden Ring wird. Ich hoffe besser. Waffe verstärken. Titanitscherben. 2! Jetzt schon. Man fängt bei 1 an, Leute. What the fuck? Okay. Aber so wie es aussieht, ist es wieder... Wieder 10% stärker, ne? Ja, 10% pro Aufwertung. Also wieder doppelt so stark wie die Grundwaffe. Dann. Cool. Ja, wollte ich ja nur wissen. Ansonsten kannst du... Noch hin. Weapons and protection are sturdy enough by and large. But when overused, they'll eventually break. When their durability is low, repair becomes a necessity. Use a powder, or simply rest at a bonfire. But should chance impel them break, bring them me. I'll hammer them back into shape. They take no pleasure in breaking, I assure ye. So handle them with care, if you would. Ja, machen wir. Wenn wir eh noch irgendwann brauchen, aber hey, machen wir trotzdem, wir passen schon auf. There are two ways to smith weapons. Simple reinforcement is one, and infusion the other. Reinforcement is straightforward. It strengthens a weapon without altering its property. Infusion is a more advanced form of smithing that infuses an element. Reinforcement requires titanite, and infusion requires gems. Bring the stones, and I'll do the smithing. It's my purpose, after all. In battle, your weapons are your only friends. Forge them well, and they won't let you down. Hurra! Ma, another matter. Infusing weapons with gems requires a special kind of coal. My humble coals won't be any use infusing more unusual gems. I know, it's an awful shame, but it's all I have. Oh, please don't give me that look. Believe it or not, I'm quite thin-skinned. Oh, by the way, if you find any Estus shards, bring them here. They can be used to reinforce either of your Estus flasks. Without those flasks, you'd want for life or focus. And they'll always stay with you. Why not treat them well? Huh? Weapons and protect what went... Okay, Alistair. So, prithee, be careful. I don't want to see my work squandered. Ich glaube, er ist der Einzige, der seinen Mund bewegt hat. Die anderen waren alle Bauchredner. Cool. Ich finde es übrigens immer witzig, dass der Schmied hier, also der André, immer nur so einen kleinen Amboss hat. Er Glut möchte, aber es gibt nirgendwo irgendwie was, wo er die benutzt. Naja, okay. Wir gehen mal ganz kurz hier rechts runter. Ich will nur wissen, was hier sonst noch so alles ist. Jede Verbindung von links und rechts, cool. Ansonsten haben wir hier... Noch ein Gang, meine Güte. Da geht's wieder nach oben. Okay, und hier ist Ende, wobei da oben kann man noch runter anscheinend. Meine Güte, ist das voll hier. Also nicht voll, aber viel. Platzmäßig hier. Kann man, ist hier ein Item? Boah, wenn da jetzt ein Item liegt, dann ich würde mich freuen wie sonst was. Man kann auf jeden Fall runterdroppen. Okay. Bringt uns aber anscheinend nichts. Ja, was ist eigentlich dahinter? Also hier ist ein dicker Thron. Ein dicker, fetter Thron. Und ein paar kleine Throne noch dazu. Da sitzt da jemand. Ja, moin! All that unkindled. And a seeker of lords. I am Ludlith of Corland. Look not in bewilderment as I say.
I linked the fire long ago, becoming the Lord of Cinder. If substantiation be thy want, set thine eyes upon my charred corpse. This sad cadaver, no need to be coy. Have a closer look. Knowest thou of our purpose? Five thrones will take five lords as kindling for the linking of the fire. The fast fading flame must be licked to preserve this world. A reenactment of the first linking of the fire. Okay. So it is. I became a lord of Cinder. I may be but small, but I will die a colossus. Knowest thou of our... Okay, alles klar. Now. Na dann. Aber es sieht auf jeden Fall verdammt geil aus hier von den Thronen her. Holy shit, ey. Gehe ich trotzdem noch ganz kurz die... Wow, ich hätte das Fenster nicht mehr durchhüpfen müssen oder unten einfach reinlaufen können. Egal. Noch wissen, was hier hinter ist? Gar nichts. Okay, cool. Und dann ist es nur Verbindung, oder wie? Man kann zwar hier auch rausgehen. Mal ganz kurz gucken. Und da wieder hingehen. Okay. Also die Türen und so weiter sind alles nur Dekorationen zum Verbinden der ganzen Räume. Ich gehe nochmal ganz kurz hier lang, ob da vielleicht irgendwo noch ein Item liegt. Weil hier war ich noch nicht. Aber sieht schon super beeindruckend aus. Und optisch, bis jetzt das... Ach, es ist ein Gegner da oben, ne? Klang gerade so komisch. Aber es ist auf jeden Fall bis jetzt optisch das mit Abstand geilste Gebiet von den drei Dark Souls-Spielen. Cool. Dann, ab dafür. Mal eben kurz aus dem Arsch gezogen, das dicke Schwert hier. Und rinn damit. Leuchtfeuer entzündet. Wo wir gerade noch bei dir sind. Können wir mal ganz kurz die neue Mechanik... Was ist das hier? Ruf des weißen Pfads. Stellt Verbindungen in eine andere Welt, zu anderen Welten her. Ah! Ach so. Cool. Ich wollte eben die, ganz kurz die Seelen platzen lassen. Benutzen, Auswahl benutzen. Oh mein Gott, man kann mehrere so einstellen mit plus 10 und minus 10 und so weiter. Cool. Platzen lassen. Bleibt das Inventar offen oder schließt sich's? Es schließt sich. Das ist mies. Sehr mies. Aber sehen wir jetzt mal nicht so eng. Noch nicht. Okay, ein paar Seelen platzen lassen. Very well, then take none. Dann bitte einmal nochmal Geschicklichkeit. Farewell, Ashen One. Ja, danke. So, dann ab dafür. Lagerkiste organisieren. Okay, man kann Sachen hier ins Lager rein und rauspacken. Alles cool. Und untoten Knochensplitter verbrennen. Okay, untoten Knochensplitter. Das ist natürlich auch ein... Das ist ein Name. Zauber einstimmen. Ist logisch. Und reisen. Hohe Mauer von Lothric. Okay, hier haben wir Iodex Gundyr. Okay. Totenacker der Asche. Und Feuerbandschrein. Cool. Nein, nicht ganz weg. Hier. Hohe Mauer von Lothric. Das ist, denke ich mal, das erste richtige Gebiet dann. Geil. Und das war das Tutorial quasi. Ich weiß, ich habe ein bisschen länger gebraucht, aber ich wollte mir auch alles angucken, alles in Ruhe ein bisschen genießen und herausfinden. Finde ich immer noch am coolsten so. Okay, Leute, wir sind einfach hier drin, nicht am Feuer. Okay. Hey, lol. Ist also nur so ein einseitiger Teleport. Nett. Das hättest du mir vorher sagen können, du Arsch. Und hier komme ich nicht mehr zurück? Ja, sehr cool. Okay, gut, dann mal raus hier. Wird schon gut gehen. Ich meine, es ist das Anfangsgebiet, ha? Oh mein Gott. Hohe Mauer von Lothric.
Alter, das sieht halt jetzt im Anfangsgebiet schon so geil aus. Willst du mich verarschen? Das ist ja nichts im Vergleich zum normalen Feuerbandschreiben im ersten Dark Souls. Und auch im Abstand, einen riesig großen Abstand zu Dark Souls 2 in Majula. Holy shit, wie geil das aussieht. Okay. Erstmal Kisten zerstören, Klassiker. Ist er der Baum oder ist er aufgespießt worden? Sieht aus, als wäre er der Baum. Ja, die sind der Baum. Oder Stab. Okay. Macht ihr irgendwas? Nee. Hier zeigt ein Feuer. Ja, dann. Ich bin mal gespannt, wie die Feuerrate hier generell ist. Weil gefühlt kriegen wir jetzt... Ich meine, okay, es ist natürlich der Anfang. Aber wir kriegen ja trotzdem ein Feuer nach dem nächsten hier vorgesetzt. Finde ich jetzt schon mal nicht so schlecht. Aber ich bin gespannt, wie das später so ist. Ob wir dann 20 Meter laufen müssen und das nächste Feuer haben. Oder ob es 2 Kilometer werden. Ich höre auf jeden Fall schon überall so ein bisschen... Das Grummeln. Ja, moin. Ganz viele betende Zombies. Und ein Drache. Boah, bitte verbrenn mich nicht direkt zum Anfang. Ich kann die ganzen betenden Leute nicht anvisieren. Lol, die gehen alle in Deckung. Warum schreit ihr? Oh mein Gott, Alter, wie schnell wir sind. Oh, so gut. Hose eines Deserteurs, okay. Aber die Jungs scheinen es nicht zu stören. Die sind eher in Deckung gegangen. Interessant. Cool. Ein Item. Seele eines verlassenen Leichnams. Und die beten da irgendwelche Leichen an. Okay. Und hier ist ein Drache, mit dem ich auch nichts tun kann. Der auch gerade sich irgendwie entscheidend Staub auflöst. Mehr oder weniger. Cool. Nochmal, du ziehst rumchillen oder bist du ein Gegner? Du bist ein Gegner. Hey, lol, wieso hast du mich jetzt gepackt? Du freche Sau. Alter, guck mal, wie schnell wir einfach sind, ja? Putz, 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 putz. Mega gut. Oh, das ist ein Item. Ja, Moment. Ja, das kriege ich hin. Weil ich gleich hier hochgehen müssen. Das habe ich ja gar nicht gesehen gerade. Lol. Oh, ich wollte einen Backstep machen. Nicht funktioniert. Schade. Hi. Kommt ein Jelle her. Entspannt euch bitte mal. Okay. Alter, die Geschwindigkeit muss ich mich erst wieder dran gewöhnen, ey. Das ist mega fix irgendwie, das Spiel. Das sieht ungemütlich aus, was du da machst mit deinen Beinen. Musst du ja wissen. Alter, wie das klingt, dieses Knuspern, wenn man drüber läuft. Okay, hier kann man runterhüpfen. Und das ist ein Item. Goldenes Kiefernharz. Wahrscheinlich zu verzaubernder Waffe. Entschuldigung, was ist denn mein WhatsApp? In einer circa halben Stunde gibt's Essen. Ja, cool. Was war das jetzt hier? Wahrscheinlich zum Blitzschaden machen, ne? Ja, Blitzschaden für die rechte Waffe. Das dachte ich mir schon. Gehen wir zuerst hier unten durch den Tunnel durch. Der Typ da, den habe ich jetzt gerade gesehen. Na, gut getroffen auf jeden Fall. Oh, war das schlecht. Egal. Brandbomben 2. Mit einer Leiter. Und hier geht's auch weiter. Hi. Na, Kumpel? Okay. Weißt du, jetzt mal ohne Scheiß, alleine das jetzt hier, im Vergleich zu Dark Souls 2, in egal welchem Gebiet, hast du jetzt hier schon 3 Möglichkeiten, wo du hingehen kannst. Ich weiß jetzt nicht, wie weit die gehen, aber jetzt hast du schon die Qual der Wahl, wo du hingehen willst.
das, was es in Dark Souls 2 gefühlt nie gab. Okay, cool. Seele. Guck mal, da oben runter droppen auf dieses, auf die Plattform da. Wenn ja, was bringt das? Nee, ne? Nö. Komm, ist egal. Okay, hier kommen wir einfach dahin dann. Schön. Hi. Moment. Hey, wieso hab ich einen Fünfler-Kurs? Hä? Hatte ich nicht vier gehabt? Wo hab ich jetzt den fünften her? Okay. Alter, wie viele das sind. Krass. Huch. Was war denn das jetzt? Ich war kurz im Dampfen. Okay. Okay, ich gehe wieder runter, ne? Ich wollte eigentlich nur kurz die Gegner zählen, aber lassen wir mal, ne? Alles gut. Gehen wir halt hier lang. Wie wär's, wenn ich ganz weggehen? Ich wollte auch gar nicht in deinem Territorium irgendwie was machen hier. Tut mir auch leid. Ich lass dich einfach in Ruhe, okay? Aua. Hey, man wird so voll nicht begrüßt, ey. Dicke fette Drache, der ihn anspeit, aber wenigstens nicht one-hitted. Okay. Also da ist ein dicker fetter Drache. Nett. Dann gehen wir mal hier lang. Ach, ich muss nicht ganz nach oben gehen. Schon wieder vergessen. Ja. Hast du gerade was auf mich geworfen, du Schwein? Ich steck zu viel Hitze ein, gefällt mir nicht. Na egal. Wird schon schief gehen alles hier. Ein Fernglas. Okay, die Tür, die aus Holz ist, klingt nach Metall. Ja. Ein dicker, fetter Drache, der auf einer Brücke steht. Oder zumindest ansatzweise eine Brücke ist. Kommt mir ja gar nicht bekannt vor. Wobei das Ganze so ein bisschen auch so diesen typischen Dark Souls-Schlossaufbau von Anno Londo oder auch von den Malen hier, wenn man beim Feuerlink, bei den Malen Dark Souls 1, wie heißt denn da die Burg eigentlich? Wo man halt im ersten Gebiet ist. Das ist auch der Drache und das sieht auch wieder so ähnlich aus. Das ist witzig. Die haben immer so einen eigenen Stil, man merkt richtig diesen Burgstil von Dark Souls. Ja, aber da werden wir, glaube ich, nicht durchkommen. Ich glaube, der wird uns ein bisschen, verbrennen. Da habe ich jetzt nicht so Lust drauf. Oh, lol, hier ist Ende. Das ist ja schade. Okay. Dann gucken wir mal ganz kurz die andere Seite nach. Weil ich glaube, da hinten war nämlich noch ein anderer Weg, ganz auf der anderen Seite. Glaube ich. Und gucken wir erstmal, ob wir da irgendwie durchkommen, weil hier jetzt mit einem dicken Anlegen, da mit so einem dicken fetten Drachen, habe ich jetzt nicht so Lust drauf. Und generell setzen wir uns mal ins Feuer und gehen wieder weg davon. Und gucken mal. Hä, jetzt habe ich nur noch vier Flakons. Ich hätte doch gerade eben vier gehabt, oder nicht? Hä? Fünf meine ich. Komisch. Was chillst du hier rum? Hier sind auch so betende Leute mit Hunden. Junge. Man kann hier runter droppen. Ich höre da unten irgendwie ein Schwein oder so. Keine Ahnung. Hier bleiben wir ja ganz zu oben. Ihr miesen Feuer. Leer. Okay, die versuchen einen zu umlaufen. Frech. Ah, machst du nichts.
so nicht, Kumpel. Ja, ärgerlich. Oh, auch so, ja. Gut pariert und dann auch noch guten schönen Backstep gemacht und dann leider die Aussoll, ja. Das ist natürlich belastend. Alter, was ist denn das hier für ein Gebiet, Alter, wo die hier komplett am Beten sind und alles? Alter, das ist auch noch so ein dicker, fetter Eingang, ey. Holy shit, Junge. Das sieht voll cool aus, alles. Ich geh erstmal hier hoch, bevor wir nach unten gehen. Hi. WTF, Junge. Alter, was stimmt mit dir nicht? Alter, was geht mit dir? Ich komme nicht weg. Ich hau mal ganz kurz rein. Junge! Was ist das für ein Anfang? Auf der einen Seite ist ein Drache, der mich komplett wegmacht. Und hier ist so ein Typ, der sich denkt, ja komm, alter Junge, wir verprügeln einfach mal mit allem, was wir haben, ey, holy shit. Ey, das habe ich aber auch noch nie gehabt, ey, das war ein Dark Souls, am Anfang gar nicht weiterkommen. Hä? Okay, beide Richtungen haben auf jeden Fall einen heftigen Gegner. Krass. Leichte Armbrust. Das ist gut, da können wir vielleicht sogar abschießen. Holy shit, ey. So, ihr Kackwölfe oder Hunde, keine Ahnung, guck mal her. Aber die Geschwindigkeit muss ich mich echt dran gewöhnen, ey. Die sind alle so übel fix unterwegs hier. Ey, aber noch null Tode, ja? Das will ich auch so belassen in der ersten Folge. Wow, danke. Okay, hier ist schon mal ein Item. Ein Dude, der aufsteht, das dachte ich mir schon. Okay, Sprungangriff geht auch, sehr nice. Stückchen nehmen. Ey, solche SS-Verkons, die sich sofort auffüllen oben links, die Leben, sind viel besser als der ganz andere Scheiß. Okay, jetzt ist ein Shortcut, cool. Also willst du mir erzählen, ich habe die Wahl jetzt zwischen einem Drachen oder einem übertriebenen, schnellen, kranken Typen. Ja, easy Wahl auf jeden Fall. Der übertrieben schnelle, kranke Typ. WTF. Puh. Das Ding ist, wir sind jetzt bei der Stunde 20. Ich bin überlegt, ob ich jetzt noch weitergehen will oder nicht. Weil eigentlich wollte ich eine Stunde 20 aufnehmen. Jetzt gleich ist, wenn wir, wie ihr schon mitbekommen habt, in den ganzen Anfangsfolgen hier, in der ganzen Anfangszeit der Folge, werde ich jetzt dann eh gleich essen irgendwann. Und danach wollte ich weiterzocken. Ich würde sagen, wir machen hier die erste Folge zu Ende. Wir sind jetzt angekommen in Lothric. Das war quasi das Tutorial mit allem drum und dran. Kurze Erklärung, die Charakter vorstellen und alles einmal so angeschaut. Wir haben zwei total kranke Wege, finde ich mega interessant, dass man jetzt die Wahl hat zwischen einem übertrieben krassen Drachen oder ein mutiertes Etwas, was uns einfach mit allem wegschlägt, was irgendwie die Geschwindigkeit zulässt. Also total krank. Finde ich mega interessant auf jeden Fall. Das ist mal was anderes. Und ich gehe auf jeden Fall rechts lang, weil irgendwie gefühlt ist der einfacher, weil ich ihn treffen kann, als ihn, weil mit dem Drachen habe ich schlechte Erfahrungen. Deswegen würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.